So, schönen guten Abend miteinander. Elena Christodoulou von Tickmill hier. Heute Abend haben wir, wie Sie ja bereits wissen, ein neues Webinar mit dem Dirk Helger, dem Entwickler des Stereo-Traders. Das heutige Thema ist manuelles Backtesting von Handelsstrategien. Wie man das genau macht, da freue ich mich auch, dass der Dirk uns das gleich erzählt und erklärt. Aber bevor wir damit loslegen, kurz der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. So, wie auch in den vorherigen Webinaren, Sie wissen ja, wir haben hier die Chat-Funktion im GoToWebinar. Das heißt, wenn irgendwas mal nicht klar sein sollte oder etwas noch extra erläutert werden soll, kann man das dann hier gerne in den Chat reinschreiben. Stimmt's, Dirk? Das sollte soweit stimmen. Ich klappe jetzt auch mal hier die Fragen raus und sage dann auch erstmal Hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite. Und mein Name ist Dirk Ligger. Die Elena hat mich ja schon vorgestellt bzw. introduced. Ich versuche hier gerade mal parallel den Bildschirm umzuschalten, ob das gelingt. Und erstmal Dankeschön, dass ihr alle wieder hier zahlreich anwesend seid und trotz des schönen Sommerwetters, ich weiß, da kann man abends immer bessere Sachen machen, aber es gibt ja auch wichtige Dinge im Leben und eins ist davon mit Sicherheit das Thema heute. Und zwar geht es heute um das Thema manuelles Backtesting. Und der Hintergedanke oder der Hintergrund von dem ganzen Ansatz ist ja der, man bewegt sich ja halt irgendwo im Markt und hat dann halt oft, ich sag mal, Theorien und die wenigsten, die zum Beispiel halt jetzt eine Strategie handeln, haben ja letzten Endes dann irgendwo einen Background von unzähligen Jahren. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand irgendwie 10 Jahre lang so das Gleiche macht und kennt seine Strategie und dann ist er natürlich auf der sicheren Seite, der kennt seine Drawdown-Phasen, der kennt zum Beispiel die maximale Verlustserie in der Strategie, er weiß, wann es funktioniert und wann es halt eben nicht funktioniert und woran er einen Tag erkennt, der jetzt halt das Potenzial hat, ein guter Tag zu werden und eben auch solche, die das Potenzial haben, irgendwie halt das Gegenteil zu bewirken. Und das Problem immer dabei ist ja so ein bisschen, worauf verlässt man sich, wenn man jetzt, wie gesagt, noch nicht jetzt irgendwie jahrelang damit dabei ist. Man liest irgendwelche Bücher, verfolgt irgendwelche Strategien, die man vielleicht irgendwo im Internet findet oder sonst wo. Und aber wie gesagt, das Problem ist halt immer so die Nachvollziehbarkeit. Also es gibt ganz viele theoretische Setups, ich sag jetzt mal halt irgendwie zum Beispiel Dreiecke, ja. Also so, wenn man von Charttechnik mal halt irgendwie ausgeht, das ist ja zum Beispiel so eine Geschichte, die ja halt den meisten ja auch irgendwo was sagt. Also wie zum Beispiel, wie handelt man halt eben Dreiecke? Dreiecke lösen halt so und so auf. Und das ist halt alles mal schön, wenn man das im Chart sieht, ja. Also wenn ich mir jetzt hier, bin jetzt hier zum Beispiel im Dow, ja, wenn ich jetzt da halt irgendwie, nur mal als Beispiel, ja, so ziehe ich jetzt hier halt eine Linie. So, ein bisschen dicker, damit man es auch ein bisschen besser erkennt. Und dann schreibe ich ein nettes Buch und sage, pass mal auf, Leute, das hier ist der Stundenchart. Und wenn ihr sowas seht, abfallen Hochs, dann zieht ihr da eine Linie und dann bricht er darüber aus. So, und eventuell gibt es sogar noch einen Backtest. So, jetzt hier im Nachhinein sieht das immer alles super plausibel aus, ja ganz einfach, weil man hat ja den Vorteil, man kann ja rückwärts gucken und vorwärts. Ja, das heißt so, man guckt sich das hier an und sieht dann, ah ja, so funktioniert das, mache ich das nächste Mal. So, dann ist aber die Frage, funktioniert das auch das nächste Mal? Und in jedem Lehrbuch, wo Strategien vorgestellt werden, sieht man dann eben genau solche Geschichten. Das hier war jetzt tatsächlich Zufall, das habe ich auch noch nicht mal vorbereitet, sehe ich jetzt irgendwie gerade selbst. Und wo der da halt hin ist, wobei ich jetzt sowas halt nicht handeln würde. Für mich ist jetzt zum Beispiel der Dow jetzt einfach nur auf 24.200
aufgesetzt. So, das wäre jetzt mein einziger Ansatz gewesen bei der Geschichte. Und beziehungsweise ich hatte auch das Hoch hier heute, aber so hat ja jeder so seine eigene Strategie. Und ich tue mich immer ganz schwer damit, wenn zum Beispiel halt irgendjemand was schreibt. Also ich schreibe halt eben auch die Facebook-Gruppe. Und wenn dann halt jemand schreibt, ja, hier dies und das und jenes und das funktioniert so und so, sage ich halt immer ein bisschen provokant, ja, das mag ja alles sein, aber dann zeig mir bitte 100 Trades in Folge und wenn die aufgehen, ja, oder nicht alle natürlich, aber wenn die ein positives Gesamtergebnis haben, dann höre ich dir zu. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber jeder, der hat eben schon mal ein paar Tage länger handelt, der lässt sich von sowas auch überhaupt nicht beeindrucken. Mir ist auch egal, ob jetzt irgendwo da ein Moving Average, schieß mich tot, irgendwo dazwischen ist oder halt ein Dreieck oder weiß der Kuckuck was, ja. Und ich beachte es überhaupt nicht, weil ich halt einfach, ich weiß, klar, sowas kann mal funktionieren und dann halt eben mal nicht. Und was eben fehlt dazu, zu diesen ganzen theoretischen Strategien und auch Behauptungen, gibt es auch ganz viele, komme ich auch mal gleich drauf zu, beziehungsweise drauf zurück. Und was dann einfach fehlt, sind die Zahlen. Ja, also welche Zahlen brauche ich ja letzten Endes für eine Strategie und beziehungsweise für eine funktionierende Strategie. Wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, das kann ich ja mal machen, wer kann mir sagen, was wichtig ist für eine Strategie, also an statistischen Zahlen, was brauche ich? Mal gucken, ob da was zusammenkommt an Fragen. Also gerne mal her damit. Also was, genau, also was zum Beispiel halt typisch ist, ich mache mal hier irgendwie so einen Notizblock auf, das ist unweit was hier gelingt, ich hoffe, man sieht den dann auch gleich, das ist mein Block. Also zum Beispiel CRV, das geht bestimmt auch noch irgendwie größer. Und Schrift. Schön groß, also CRV ist zum Beispiel halt ein Wert, den man braucht in einer Strategie. CRV heißt ja nichts anderes als Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, genau genommen ist es halt nur das Verhältnis von meinem Stop-Loss zum Take-Profit. So, jetzt kann man zum Beispiel mal sagen, ich habe einen Stop-Loss von 10 Punkten und einen Take-Profit von 20 Punkten. Und da mag jetzt der eine oder andere behaupten, das wäre eine gute Sache, weil ich kann ja nur 10 Punkte verlieren und 20 Punkte gewinnen. Das ist alles gut und schön, ist aber mathematisch eben nur halb so wahrscheinlich, wie wenn ich es genau umgekehrt mache. Also wenn ich einen Stop-Loss von, also ich habe hier eine Gewinnerwartung rein mathematisch von 1 zu 2. Mache ich das umgekehrt, dann ist man hier eben, mache ich das aber umgekehrt und sage zum Beispiel, okay, ich habe einen Stop-Loss von 20, einen Profit von 10. Dann habe ich eine rein mathematische Chance von 2 zu 1. Ja, weil halt einfach ausgehend davon, dass ich halt, sagen wir mal, der Strategie heißt Würfelstrategie. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie abwertend gemeint, weil letzten Endes hat man eine Chance von 50-50. Ja, und mehr ist es halt eigentlich nicht. Und der Rest ist Money Management. Jetzt kann man natürlich, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat und irgendwie ein Setup und weiß dann, okay, das ist schon so, dass jetzt mein Setup irgendwie in 60% der Fälle oder 70% der Fälle aufgeht. Dann habe ich dann natürlich hier eine, wenn ich mit so einem CRV rangehe, wie zum Beispiel hier vorne, ja, dann habe ich da halt nicht 1 zu 2 mathematische Wahrscheinlichkeit, sondern die ist halt ein bisschen besser. Kann jetzt jemand gerne ausrechnen, wie sich das darstellt, mathematisch. Also, aber ich denke, man kann mir hier folgen, ja. Und dann ist das ein bisschen besser, nicht 1 zu 2, sondern dann halt eben, wie gesagt, also nicht ganz so extrem. Und da fängt halt die Krux eigentlich schon an, ja. Also einfach bei der mathematischen Wahrscheinlichkeit. Und beim CRV ist es so, steht auch mit Sicherheit in jedem Lehrbuch drin, das CRV muss immer positiv sein. Jetzt gibt es ja kein negatives CRV. Mit positiv meint man dann halt, dass ich halt letzten Endes mein Verlustrisiko muss kleiner sein als meine Gewinnchance. So, das meint man dann mit einem positiven CRV. Und das heißt, mein CRV wäre hier dann 1,2, aber entsprechend eben mathematisch, und das ist genau das Problem an der Sache, 1 zu 2. So, funktioniert also so nicht. Nichtsdestotrotz
Das CRV ist aber halt trotzdem eine Kennzahl, die man in jeder Strategie auch finden wird. Was kommt noch dazu? Wir haben zum Beispiel, oder das einzig Entscheidende eigentlich am Schluss, was eine Strategie halt ausmacht, ist der Profit Factor. Ja? Und Profit Factor heißt nichts anderes, wenn ich zum Beispiel einen Profit Factor von 2,0 habe, dann heißt das, dass einfach meine Strategie letzten Endes für jeden Euro, den ich riskiere, 2 Euro abwirft. Das ist natürlich dann eine funktionierende Strategie. Erstmal. Ja, das heißt also, ich brauche jede Strategie, brauche einen Profit Factor von größer 1. Ja, größer 1,0 und dann ist alles gut. Und weil dann letzten Endes, also das denkt man, das versteht man ja halt auch, wenn ich für jeden eingesetzten Euro mehr als 1 Euro zurückbekomme, also jeden riskierten Euro mehr als 1 Euro zurück, dann habe ich eine funktionierende Strategie. Ich denke, das leuchtet auch jedem ein. Und der Profit Factor kommt aber eben zustande aus dem CRV und aus der Trefferquote. Ja, weil was nutzt es mir, wenn ich einen super CRV habe, zum Beispiel hier von 10:20 und meine Quote ist nur 1:2, dann habe ich einen theoretischen Profit Factor von 1,0. Also nichts. Da kommen aber Kosten hinzu, dann lande ich automatisch dann im negativen Bereich. So, habe ich aber eine Trefferquote, die jetzt zum Beispiel höher als 50% ist, ja, sagen wir mal, ich habe eine Trefferquote von 51% und habe gleichzeitig einen CRV von 1:1. Dann habe ich einen Profit Factor, der ist auf jeden Fall höher als 1, ja, weil ich ja halt zwar genauso oft beziehungsweise genauso viel verliere, wie ich verdiene in einem Trade, also im Negativ-Trade, also im Verlust-Trade, verliere ich dann halt, sagen wir mal, 1 Euro und, doch 1 Euro und Gewinn zu der Rate, verdiene ich halt entsprechend 1 Euro. Bei einer Quote von 51% heißt es aber auch, mit 100 Trades habe ich dann letzten Endes 2 Euro verdient. Ich hoffe, man kann mir folgen. Wenn ich zu schnell bin, dann bitte einfach hier was dazu schreiben. Und all das zusammen ergibt den Profit Factor. So, das sind so die drei wichtigsten erstmal. Ja? Also um überhaupt zu bestimmen, ist meine Strategie profitabel oder nicht. Und das sind die Geschichten. Sowas ist zwar im Lehrbuch oder in allen Lehrbüchern wunderbar erklärt, bestimmt auch besser, als ich das hier mache. Aber was halt eben fehlt zu den ganzen Strategien, die man im Netz findet, die man in Büchern findet, vor allen Dingen zur Charttechnik. Ja, das ist für mich sowieso ein rotes Tuch, die Charttechnik, weil jeder redet drüber und keiner zeigt irgendwelche Zahlen dazu. Beziehungsweise ganz viele Analysten gibt es und Analysen, aber keine Handelsansätze, wie man damit überhaupt Geld verdient. Ja? Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Und deswegen ist halt dann die Frage, wie mache ich denn jetzt letzten Endes eine theoretische Strategie, sei es jetzt nur eine Analyse, ja, dass die ja auch irgendwo eine theoretische Strategie ist, wie finde ich denn überhaupt raus, ob die ganze Geschichte handelbar ist und ob sie profitabel handelbar ist, weil darum geht es ja im Endeffekt beim Trading. Und so, dass halt letzten Endes, dass ich halt auf den Wert hier komme, also mein Profit Factor, P sollte man auch irgendwie groß schreiben, der muss größer 1 werden. Egal, was ich mir da wo zusammenreime und wo suche, wenn mein Profit Factor nicht größer 1 ist, verdiene ich kein Geld. Fakt. So, was gehört noch dazu? Also ich bin mit dem theoretischen Teil gleich durch, keine Sorge, ich gehe gleich an die Praxis. Was halt auch ganz, ganz, ganz wichtig ist für eine Strategie, ist Drawdown. Ja? Der maximale Drawdown. Das heißt, mal angenommen, ich mache irgendwie 100 Trades in Folge und dann habe ich einen Drawdown von so und so viel Prozent. So, ich sage jetzt mal halt als Beispiel 50%. Ja? Also jetzt, das ist zwar ein bisschen realitätsfern, wenn man irgendwie zumindest mal ein größeres Konto handelt, aber nur um mal eine Zahl zu nennen, die greifbar ist. Ja. So, das heißt, meine Strategie hat einen Drawdown von 50%, also mit 100 Trades, das ist mal das Beispiel, 100 Trades, Drawdown 50% und Ergebnis von 200%. Ja. Also wie gesagt, bitte nicht an den Zahlen festhalten, es geht nur darum, das zu verdeutlichen. So, das ist eine Geschichte, da kann man rein vom Gefühl her damit leben. Ja, also geht mein Konto 50% runter, wenn ich die Strategie handle und zum Schluss stehen aber 200% Ergebnis da. So, das ist halt eine funktionierende Geschichte. Und das hat eben auch was man kennen muss.
Und um den Wert zu kennen, reicht es natürlich auch nicht, nur eine Theorie von der Strategie zu haben, sondern ich brauche Zahlen. Das heißt, ich brauche, hier zum Beispiel dann hat eben gezeigt, als Beispiel 100 Trades. Ja, das kann ja jetzt halt irgendwie ein Zeitraum von 5 Jahren sein oder halt eben auch nur von einer Woche. Aber ich muss ja, irgendwo muss ich einen Anhaltspunkt haben, um zu wissen, was bringt das Ganze überhaupt, beziehungsweise wo liegt mein Risiko, weil der Drawdown ist mein, letzten Endes mein Risiko. Und der ergibt sich eben aus meiner Strategie in Kombination mit all den Zahlen. Ich weiß, das ist mathematisch und furchtbar langweilig, aber letzten Endes dreht es sich alles tatsächlich einfach nur darum. Und das hier ganz, ganz vorne, und wenn das nicht so aussieht, wie es da steht, wie es aussehen soll, wird es nichts, dann ist das alles nur nette Beschäftigungstherapie bei schlechtem Wetter oder auch bei gutem Wetter, aber eben noch längst keine funktionierende Strategie. Und was zum Beispiel halt auch ganz viele professionelle Händler eben auch sagen, was halt mitunter neben alledem der wichtigste, die wichtigste Kennzahl von der Strategie heißt, ist die, die Anzahl der Verluste in Folge, also die maximale Anzahl Verluste in Folge. Weil zum Beispiel auch ein sehr gerne gemachter Anfängerfehler ist zum Beispiel der, man guckt sich irgendwelche Strategien an oder man guckt sich einen Händler an oder eine Analyse oder wie auch immer und guckt sich da halt irgendwie 3, 4 Trades an und dann gehen die alle daneben. So, was sagt denn der Anfänger? Ja, scheiß Strategie, brauche ich nicht, nächste. Oder er handelt eine Strategie, die er irgendwie gefunden hat, macht dann halt irgendwie mal eine Handvoll Trades, funktioniert und dann kommen 3, funktionieren nicht mehr und dann wird die nächste Strategie gesucht. Das ist typisch für Anfänger. Und ich habe auch selbst bei mir in der Gruppe zum Beispiel auch schon erlebt, dass dann halt jemand irgendwie geschrieben hat, ja, funktioniert der nicht und irgendwie, keine Ahnung, da hat mal jemand irgendwie einen lustigen Kommentar unter dem Video gelassen. Ich habe mich eigentlich sehr darüber gefreut. Es war nämlich der erste negative Kommentar unter einem Video überhaupt. Da hat dann jemand gemeint, ja, ich wäre ein sehr guter Kontraindikator. Das finde ich natürlich halt sehr lustig oder sagen wir so, es beeindruckt mich halt nicht, ja. Weil letzten Endes, wenn zum Beispiel jemand in meiner Gruppe ist, der wird, wenn er sich die Mühe machen möchte, von den letzten 200 Handelstagen oder mehr, kann er jeden Tag raussuchen, kann die Trades zusammensuchen und kann dann mal gucken, was steht denn da unterm Strich. Und ich weiß ganz, ganz, ganz sicher, dass da ein sehr großes Plus steht. Und natürlich sind da halt auch, weiß ich nicht, die Trefferquote, die war am Anfang, wo ich die Gruppe angefangen habe, sogar nur um die 50%. Aber entscheidend ist eben das, was dabei rauskam. Und das war halt deutlich positiv. Es war ein Profit Factor von über 3 ist da gewesen oder 4 sogar. Ich habe damals mal eine Statistik dazu gemacht. Und das heißt, egal ob man jetzt irgendwie bei mir in der Gruppe ist und dem folgt oder wenn einem was anderes halt besser liegt und jemand anderem folgt oder einer anderen Strategie, es ist so brutal wichtig, dabei zu bleiben und sich wirklich halt mal mindestens 100 Trades anzugucken und 100 Trades auszuwerten, bevor man sich überhaupt ein Bild dazu machen kann, wie wertvoll das ist oder wie wertlos. Und das kann ich halt wirklich jedem nur empfehlen. Und das gilt genauso für Analysten oder für Analysen. Es gibt so viele Analysen da draußen, irgendwie in Facebook und in diversen Blogs und so weiter. Es liest sich immer alles super. Und jede Analyse oder fast jede war am Folgetag auch irgendwie richtig. Ja, man kann es ja immer irgendwie so drehen oder man hält sich alle Optionen offen und nimmt sich dann nachher die einem am besten gefallen hat. Das ist schön, wenn man nur Analysen schreibt. Im Handel hilft einem das nur überhaupt gar nichts. Ja. Ich muss ja damit leben im Handel, auch unrecht zu sein. Ich habe zum Beispiel heute, habe ich irgendwie für den DAX was ganz anderes gepostet, komplett daneben, ja. Und, aber das ist ja nicht wichtig, weil wichtig ist ja im Endeffekt nur, dass man weiß, okay, wie setze ich das halt noch um oder wie gehe ich zumindest so damit um, dass ich nachher noch ein Konto habe. Und das ist das einzig Entscheidende. Wie geht man mit dem um, was der Markt mir bietet? Und dafür brauche ich eine Strategie. Dafür brauche ich keine Analyse und dafür muss ich auch nicht recht haben. Oder auch nicht mehr Recht haben als Unrecht. So, jetzt sind 20 Minuten Theorie um. Jetzt komme ich mal hier zur Praxis, wie man das auch tatsächlich dann überhaupt herausfinden kann. Ja, ich habe jetzt hier dieses Beispiel ja gebracht. So, wir haben halt hier irgendwie so eine
Also es wäre, wie gesagt, nicht mein Handelsansatz, aber zeigt sich jetzt hier gerade im DAO. Da ist halt irgendwie so eine so abfallende Hochs, abfallende Tiefs und das sieht aus wahrscheinlich wie so für einen Charttechniker wie eine Keilbildung. Da kann man bestimmt hier auch noch was irgendwie hinzeichnen. Und da sagt dann halt eben der Dreieckskeilhändler, wie auch immer, ja, so ein Bild, guckst du hier, geht long, ist immer so. Gut, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass es immer so geht. Und ich zeige jetzt mal, wie man das überhaupt herausfinden kann oder wie man auch seine Lernkurve beschleunigt, wenn man halt eine Idee hat für eine Strategie, ohne dass man da im fertigen Chart irgendwie rumscrollt und dann halt hier, was weiß ich, da halt irgendwie alles durchgeht und dann halt guckt und macht und tut. Weil das Schöne im Chart ist ja immer, wenn man hier irgendwie nach Formationen Ausschau hält, ich kann ja immer eins, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier am rechten Rand stehe und sagen, ja da zum Beispiel, da habe ich jetzt hier so irgendwie so ein fast Hangman da oben und eine Folgekerze, das ist für mich ein Short-Signal. So, und Chart ist ja auch ganz einfach, gut, hat jetzt hier sogar gepasst, ja. Aber wenn ich hier irgendwo mittendrin gucke, dann sehe ich ja halt auch sofort, okay, geht runter, das ist mein Short-Signal, nächstes Mal handle ich das, ja. Und das ist alles viel zu einfach, weil letzten Endes, wenn man handelt, endet die Idee genau hier, an der letzten Kerze. Und da weiß ich nicht, was kommt, ja, und da muss... Und damit muss ich klarkommen. Und das ist die Herausforderung. Nicht hier zu sagen, ja, da war doch so, sieht man doch jeder runter. Kann jeder. So, und zwar gibt es dazu die Möglichkeit, im Stereotrader das sogenannte History Trading zu verwenden. Also das ist eine Möglichkeit. Und wenn wir nachher noch Zeit genug haben, komme ich auch noch auf eine andere Möglichkeit zurück. Aber erstmal zum Stichwort History Trading. Das heißt, ich kann also in der Vergangenheit handeln. Also das ist halt der Sinn von der ganzen Geschichte. Ich kann die Vergangenheit anwerfen und kann die Kerzen laufen und handeln, als wäre es der ganz normale Handel halt eben auch. Ja? Also so wie ich es halt eben jeden Tag habe mit laufenden Kursen und nur, dass ich nicht unbedingt 5 Minuten auf eine 5-Minuten-Kerze warten muss, sondern das entsprechend beschleunigen kann. Ich mache das hier unten mal zu und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt hier im MetaTrader 4 gibt es hier oben ein Symbol. Ja, das ist so eine Lupe. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und wenn man die Maus drüber hält, dann steht da Strategietester, ja, oder Strategy Tester, wenn man das auf Englisch eingestellt hat. So, da klickt man mal drauf. Und da geht hier unten so ein Fenster auf, das nicht unbedingt so aussieht, sondern meistens ist es ein bisschen kleiner, da fehlt unten was. Ja? Also wenn man das aufmacht, unbedingt, und hier ein Stück weit höher schieben, dass man hier unten auch alles sieht. Also hier die letzte Zeile heißt visueller Modus oder Visual Mode. Bei mir steht es halt auf Englisch, aber wenn es jemand auch auf Deutsch hat und dann steht da visueller Modus. So, der Strategietester ist normalerweise für was ganz anderes da, nämlich um Handelsroboter zu testen. Und aber den habe ich mir hier mit dem Stereotrader zunutze gemacht, dass man damit eben halt auch History Trading, also Handel in der Vergangenheit, betreiben kann. Und das Ganze sieht also, wie gesagt, so aus. Ja? Und ich gehe jetzt mal halt Schritt für Schritt durch, was man hier einstellen muss. Das muss man übrigens nur einmal und danach ist es eigentlich da. Es sei denn, man hat natürlich zwischendurch was ganz anderes damit gemacht. Aber wenn man das einmal eingestellt hat, sollte das beim nächsten Mal entsprechend alles auch noch vorhanden sein. So, und zwar braucht man dazu hier das Navigatorfenster. Das kriegt man hier oben über die komische Flagge, Stern oder was ist das? Ordner, Stern, also Navigator. Und dort ganz runter scrollen und da gibt es hier unten eine Abteilung, die heißt Expert Advisors. Und da gibt es auch den Stereo Trader. So, einfach Drag and Drop, zieht es hier drauf. Und dann steht es entsprechend hier im ersten Feld drin. Könnte auch hier auswählen. Da stehen jetzt wahrscheinlich noch irgendwie, steht gar nichts großartig drin. Dann hier einfach Stereotrader auswählen. Geht auch, ja. Oder wie ich es gerade gezeigt habe, einfach per Drag and Drop hier rein. So, dann das Symbol. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich handle jetzt irgendwie den DAX. So, in Deutschland, da handelt man ja, wie es gehört, den DAX. So, auch hier einfach per Drag and Drop rein, hier oben aus dem Market. Ja, zum Beispiel gesehen, DE30, einfach hier rein oder entsprechend
hier auswählen, wie man es lieber machen möchte. Dann hier gibt es das nächste Ding hier, das nächste Dropdown-Menü. Dort kann man auch was auswählen. Das muss stehen auf Every Tick und beziehungsweise auf Deutsch jeder Tick. Ja, das muss ich jetzt nicht alles im Detail erklären, was bedeutet. Ich erkläre nur halt erstmal, was man braucht, dass es funktioniert. So, dann kann ich hier noch ein Datum einstellen, wenn ich will. Ja, lasse ich aber erstmal leer. Und das ist auch immer nur so ein bisschen theoretisch. Wäre jetzt schön, wenn ich testen könnte von 1970 bis 2018. Das würde aber daran scheitern, dass man gar nicht so viele Daten hat. Ja. Und da muss man eventuell ein bisschen nachhelfen. Und wie das geht, zeige ich nachher auch noch kurz. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal leer. Aber generell könnte ich also hier ein Datum einstellen. Ja, also hier jetzt zum Beispiel dann bis heute zum Beispiel, wenn ich es so einstelle, dann wird er mit dem ersten verfügbaren Datum halt anfangen und dann die Kurse entsprechend bis heute darstellen. So, Visual Mode, visueller Modus, muss eingeschaltet sein. Der Regler muss ganz nach rechts. Ja. So, und dann hier kommt die Zeiteinheit, hier bei Period. Da stelle ich jetzt einfach mal 15 Minuten ein. Und Spread, da muss man halt einen Punkt umrechnen. Das ist hier ein Punkt. Das ist beim MetaTrader ein bisschen komisch. Da gehört noch 100 rein. Beim DAX bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das stimmt. Und Optimization, das kann man aus. Ich will gleich mal gucken, ist mir noch nie aufgefallen, aber das muss auf jeden Fall aus sein. So, hier könnte man noch diverse Sachen einstellen, so wie groß ist mein Konto und so weiter. Brauche ich aber nicht. Ja, zeige nur mal eben, wie das aussieht. Das eingestellt ist, damit es funktioniert. Also hier 10.000 Euro ist mein virtuelles Konto an der Stelle und ich darf Long und Short handeln. So, hier Euro, US-Dollar, was auch immer. Das ist ja nicht so wichtig. Und dann klicken wir einfach mal auf Start und dann dauert das einen Moment. Gucken wir, ob Daten reinkommen. Ja, das sieht man hier im Journal. Hier wird die Historie jetzt erstmal runtergeladen. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht das alles ein bisschen schneller. Wir sind jetzt hier irgendwie im Juni. Das dauert noch einen Moment. Deswegen steht hier entsprechend Waiting for Updates. Das lädt aber irgendwie nicht so besonders schnell, aber ist egal. Das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Und der geht hier irgendwie rückwärts, sehe ich gerade. So. Okay, hier sind wir. So, und dann beginnt das Ganze so. Wenn jetzt die Geschichten hier schon wieder drin sind, weiß ich gar nicht, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, das heißt, ich kann hier ganz normal jetzt hier drin mal bitte nicht stören. Das ist wohl irgendwie hier bei mir durch Zufall drin. Also, dass halt hier so ein Moving Average und sowas mitgezeichnet wird. Das sind irgendwelche Altlasten, die sich da wohl irgendwie eingeschlichen haben, beziehungsweise hier das Zickzack. Aber generell ist es so, dass man jeden Indikator dann entsprechend auch mitverwenden kann. Im Stereotrader sieht man jetzt hier zum Beispiel, beziehungsweise hier im Panel, da ist jetzt was dazugekommen, das heißt Tester. Ja, das ist sonst nicht da. Das erscheint nur im History Trading. Das sollte man vielleicht am Moment benennen, History Trading. Aber da steht eben Tester. Und dort kann ich zum Beispiel auch auswählen, langsam oder schnell. Das steht momentan auf langsam. Und hier unten kann ich einen Verlangsamungsfaktor einstellen. Das ist leider so ein bisschen rudimentär an der Stelle, weil das richtet sich nach letzten Endes nach der Geschwindigkeit von dem Computer, den man dann halt zu Hause stehen hat. Und da können halt jetzt hier zum Beispiel 2500, das könnte halt viel sein, kann auch wenig sein. Und hier passt das jetzt zum Beispiel. So, wenn ich aber hier zum Beispiel draufklicke und dann habe ich hier ein normales Tempo, weil das jetzt hier auch überschaubar schnell ist. Hier auf dem VPS, da laufen aber halt einige Geschichten halt im Hintergrund. Ich lasse jetzt nur mal hier gerade rechts voll machen, damit wir die Kerze überhaupt erst rechts haben, da wo sie hingehört, damit der Chart sich bewegt. So. Dann sehen wir hier auch zum Beispiel das Datum, ja, wo ich halt hier gerade unterwegs bin. Ich sehe die Uhrzeit, 7.20 Uhr am 16. Mai. Und wie man sieht, hier ist so ein bisschen was geladen an Indikatoren. Ist aber vielleicht gar nicht schlecht. Ich lasse das jetzt einmal drin. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, meine Strategie ist jetzt hier, ich verfolge halt hier die kleine Wellenbewegung innerhalb der großen und mal rein markttechnisch. Jetzt muss ich aufpassen, was ich tue. Ich bin eigentlich ein markttechnischer Fechter. Ja, habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Tief. Das wäre zum Beispiel schon mal gut gegangen, in der Long zu gehen, aber die nächste Geschichte kommt bestimmt. Das heißt, ich kann also hier
ganz normal erstmal alles zeichnen, was ich möchte. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Kerzen, die hier gebildet werden, so laufen die eben echt nicht ab. Ja, also das Hoch und Runter ist so ein bisschen willkürlich und das kann auch schon mal ein bisschen ruckartiger gehen, als es dann im Normalfall der Fall wäre. So, jetzt haben wir hier vielleicht so ein Dreieck. So, dann sage ich dann einfach mal an der Stelle auch, ich bin noch hier im DAX. Positionskurs. So, und dann sage ich mal, gut, da gehe ich doch halt mal long. Kaufe ich doch mal da. So, Stop Loss. Und hier unter den nächsten Knick. Ja, also hier unter meine Wellenbewegung. Und ich sage, das Ding geht halt long. So, das wäre jetzt so meine Strategie. Das funktioniert jetzt erstmal. Die Frage ist jetzt nur trotzdem, wie weit komme ich damit? Und entsprechend zu dem, was ich ja vorhin gesagt habe, gehört ja auch dazu das CRV. Ja, also zum Beispiel ein Faktor. Ich habe jetzt hier einen Stop-Loss von 20. Wenn ich jetzt hier die Maus drüber bewege, ich hoffe, das geht im Tester. Das ist nämlich manchmal ein bisschen tricky. Live geht es nämlich völlig problemlos im Tester. Ja, wieder nicht. Das ist nicht schlimm, das können wir hier auch anzeigen. Weil ich habe ja hier meine ganz normale Statistik, wie im normalen Handel der Hand auch. Das heißt, ich sehe ja hier meine Werte. Hier steht ja auch zum Beispiel Risiko und Chance. 10 Euro, ich bin jetzt hier mit 0,5 drin, sehe ich gerade. Also 10 Euro könnte ich hier verlieren. So, das heißt, ich habe hier erstmal gar kein CRV, weil ich keinen Take Profit gesetzt habe. Das mache ich aber eben mal. So, wie ich zum Beispiel mein Take Profit hier oben hinsetze. Ja, als Beispiel. Und dann wird es hier angezeigt. Das heißt, ich habe Risiko 10 Euro und möglichen Profit von 20. Mit Shift-Click kann ich das auch umstellen. So, schon zu spät. Ja, hier erstmal raus. Also, wundert mich jetzt aber auch nicht wirklich. Das ist natürlich auch jetzt hier so, wenn das jetzt hier Charttechnik wäre, findet man wahrscheinlich hier irgendwie so Kommunal oder sowas halt. Aber okay. So, heißt, hier wäre jetzt halt auch getriggert. Das heißt, das ist gebrochen, das gebrochen. Also eben auch jetzt Short. So, ich mache jetzt einfach mal so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt keine Angehensweise, wo ich sage, das ist eine funktionierende Strategie, sondern ich will das nur mal verdeutlichen, das Beispiel. So, wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, okay, mein Stop-Loss, der kommt dann logischerweise hier oben über das letzte Hoch. So, und mein Take-Profit, der wäre zum Beispiel hier unten. Jetzt hauen wir nicht nochmal direkt nach oben ab. Ich will hier ein bisschen was erklären, ich mache hier kurz Pause. Also wie man sieht, man kann auch jederzeit hier unten draufklicken und bleibt es komplett stehen. Problem ist nur, dass dann der Stereotyper hier drin auch stehen bleibt. Das heißt, der kann dann nichts mehr visuell aktualisieren. So, das heißt, ich habe aber hier meine Zahlen, sieht man hier auch, Risiko, Chance 40 zu 45. Ja, das ist hier einfach ganz normal der Punkteabstand. Und wenn ich da mit Shift-Klick draufgehe, kann ich das umschalten. Sieht man auch prozentual, ich kann 0,2% verlieren und 0,23% gewinnen. Also habe ich einen super CRV, laut Lehrbuch genau richtig, wie es sein muss und gucken, ob es was nutzt. So, hier das Hoch wurde nicht verletzt, der Stop saß erstmal richtig, sieht erstmal gar nicht so doof aus. So, jetzt mache ich mal Folgendes, das ist nämlich genau die Stelle, wo die Theorie nämlich dann aus den Angeln gehoben wird. Wenn ich jetzt als Beispiel, wenn du mich jetzt da oben nicht fischt, so, zum Beispiel hier noch. Er kommt ein bisschen runter, jetzt nicht da oben durch. Was ist das doch? Ja, 13.000. So. So, wie man sieht, so funktioniert es nicht. Aber ich mache das einfach nochmal. Ich gebe mal einen Ballon. So. Und ich mache das hier ein bisschen kleiner. Beziehungsweise macht es generell mal nicht ganz so eng, damit es nicht jedes Mal hier wegläuft. So, also Stop Loss hier unter das letzte Tief, Take Profit irgendwo hin. Okay, so, und dann wie gesagt sieht man es hier auch entsprechend, habe ich ja gerade schon gesagt, prozentual. Ja, ich kann mein CRV prozentual anzeigen lassen. Ich sehe immer, was kann ich prozentual vom Konto halt verlieren. Beziehungsweise verdienen, kann das umschalten auch nach absolut. Einfach mit Shift-Klick hier drauf, ja, 29 Euro zu 35 Euro oder eben in Punkten entspricht dann logischerweise dem Wert hier. Ja? So, und das Problem mit CRV ist aber halt immer,
wo ich ja gerade meinte, so viel zur Theorie, wenn ich das aushebeln will, mal angenommen, ich kaufe nämlich jetzt hier einfach noch eine Position, ja. So, dann habe ich direkt schon ein ganz anderes CRV. Mal angenommen, ich kaufe noch eine, noch eine und verkaufe die vor allen Dingen wieder. Eine raus, zwei raus, gibt noch was. Beschleunigen. Ja, da geht noch was. So. Und wenn ich zum Beispiel so handle, wie ich es gerade gemacht habe, nutze mein CRV überhaupt nichts mehr. Ja, weil ich bin ja da irgendwo rein, beziehungsweise bin mehrfach rein, mehrfach raus. Was habe ich jetzt für ein CRV? Und letzten Endes also nichts mehr, was ich irgendwo nachvollziehen kann. Das ist also nur ein sehr, sehr theoretischer Wert. Wie man sieht, habe ich das ja auch mal kurz verändert, das CRV, weil ich einfach mein Average, also mein Break-Even ja an der Stelle verändert habe. Ja, also deswegen sage ich halt immer CRV, alles gut und schön, nutzt aber nichts. Ja? Wenn es irgendwie die einzige Zahl ist, die man kennt, wird einen nicht weiterbringen. Und andere Sachen sind halt viel wichtiger. Und hier sehe ich zum Beispiel jetzt hier in meiner Statistik, dass ich halt, dass die ganzen Zahlen, die sich hier ergeben, das läuft ja hier alles mit. Ja? Also ich habe halt hier in Echtzeit, sehe ich zum Beispiel, was passiert. Das ist jetzt momentan mein aktueller Trade. Ja, der liegt jetzt irgendwie hier 20 Euro. 22 Euro liegt da vorne und aber auch zum Beispiel mein Pool, also das, was jetzt halt drin ist, das ist halt zum Beispiel jetzt nur 17 Euro. Ja? Und das liegt einfach daran, weil ich jetzt hier schon einen Teil ausverkauft habe. So, gleichzeitig habe ich hier meine Statistik von den vergangenen Trades. Das heißt, also ich habe also hier jetzt auch nochmal den aktuellen, auch prozentual wird es entsprechend angezeigt. Hier ist der letzte Trade, hier ist mein Zeitraum. Und wenn ich hier zum Beispiel das F anklicke und dann bewegt sich die Kurve, das kennt man ja auch vom normalen Handel, bewegt die sich auch entsprechend in Echtzeit mit. So, man sieht, es ist kein besonders schöner Trade hier, aber könnte eventuell noch aufgehen können. Ich will was wissen. So, langsam machen. Ja, sieht man hier, die Kurve bewegt sich natürlich auch im normalen Handel eben auch in Echtzeit mit. Und so hat man das entsprechend dann auch immer ganz nett im die ganze Geschichte, die man da halt eben hat. So, und ich versuche den jetzt mal irgendwie zu schließen. Ich habe jetzt bis jetzt, das ist jetzt zwei Trades habe ich gehabt, bei denen jetzt irgendwie positiv hier rauskriegen. Könnte ja funktionieren, weil wir waren hier im Mai, wenn man uns der DAX dann mit 13.000 angestellt hat. Aber gucken, vielleicht war ich bisher jetzt nicht. Ich suche es mal hier ein bisschen Gewalt, vielleicht bringt es ja was. Das machen wir hier einfach gleich mal. Loser und Loser. So, mal gucken. Ein bisschen darüber kann ich mal sagen. So, jetzt machen wir den mal zu. Ja, so, und jetzt sieht man hier zum Beispiel auch die Zahlen. Das sind zwar jetzt nur drei Trades gewesen, steht ja hier auch. Ja, die Anzahl der Trades waren bisher drei. Und entsprechend, was wir vorhin gemeint haben, was halt wichtig wäre, dass man halt ein paar Trades mehr hat, also zum Beispiel einfach mal zumindest mal irgendwie 100 Trades hat, um eine Strategie zu beurteilen. Also, wie gesagt, das war jetzt hier keine Strategie, außer hier verbilligen, bis der Arzt kommt, was meistens ja nicht gut ausgeht. Und aber nichtsdestotrotz ist das jetzt zum Beispiel halt mein Ergebnis, was ich jetzt hier erzielt habe. So, ich habe halt irgendwie, sieht man hier ein Ergebnis, jetzt irgendwie 80 Euro sind es absolut. Ich habe eine Rendite von 0,8% auf dem Konto bei einem Drawdown von 0,31. So, das wäre soweit gesund. Ich habe eine Quote von 33%. Ja, also ich habe also nur ein von dreimal recht gehabt und einen Profit Factor von 3,5. Schönes Beispiel jetzt, aber trotzdem dafür mal rein für das Zahlenwerk. Ja. Das heißt, ich lag zweimal falsch und einmal richtig und habe aber trotzdem einen Profit Factor von über drei und eine profitable Strategie. Ja, jetzt also bitte nochmal die Strategie und was ich jetzt hier auch immer gezeigt habe, nicht zu ernst nehmen. Es geht darum zu zeigen, wie man es technisch umsetzt. So, und wenn ich solche Zahlen natürlich hinkriege mit 100 Trades, und hier sieht man auch zum Beispiel jetzt nochmal, was ich vorhin gemeint habe, hier steht zum Beispiel S plus, S minus, das war meine
Gewinnserie und das war meine maximale Verlustserie. Ja, also das sind halt ganz wichtige Zahlen. So, dann weiß ich nämlich einfach, okay, wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, ich teste hier irgendwie 100 Trades oder 1000 oder wie viel auch immer, und wenn dann zum Beispiel hier steht, Verlustserie ist 10, und wenn ich diese Strategie immer handle, und dann kann es mich überhaupt nicht beeindrucken, wenn ich plötzlich irgendwie 10-mal hintereinander falsch liege. Ja? Das heißt aber für mich auf der anderen Seite auch, wenn ich 10-mal hintereinander falsch liege, muss ich das Risiko pro Trade anpassen. Und die Gewinnserie, das ist schön, wenn man die kennt, ist aber eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist nur die Verlustserie. Wie viel Mal hintereinander geht es daneben? Und hier gibt es dann nochmal durchschnittliche Gewinner, durchschnittliche Verlierer. Und hier sind nochmal so ein paar andere Zahlen, die aber jetzt nicht für die Strategieermittlung wichtig sind. Ja, aber so, auf diese Art und Weise, wenn man nämlich entsprechend in der Vergangenheit handelt, da kann ich halt einfach rausfinden, funktioniert das, was ich mir da denke, gelesen habe oder wie auch immer, funktioniert es oder funktioniert es halt eben nicht. Ja, und das ist ja halt letzten Endes das, was entscheidend ist. Und so kann man das halt eben ganz wunderbar in der Vergangenheit rausfinden. Genauso gut zum Beispiel, was man auch machen kann, was es kann sogar sein, dass ich das letzte Mal schon mal gezeigt habe, ist, wenn man zum Beispiel halt irgendwie, weil das hier jetzt echt eine Zone ist, ein DAX, die geht so gar nicht. Also der alles um die 13.000 ist die reinste Psychoabteilung, das kann man nicht handeln. Ich lasse den mal ein bisschen laufen. Mal gucken, wie ich hier ein bisschen wegkomme. Man kann ja kurz zwischendurch noch was anderes zeigen. Man kann nämlich hier ganz normal, wie im Chart, normalen Chart hat eben auch, kann ich hier zum Beispiel Indikatoren verwenden. Ja. Und ich habe hier zum Beispiel dieses Zickzack drin, zum Beispiel. Aus, will aber nicht immer. Sollte eigentlich gehen, liegt aber nicht am Stereofilter, sondern das ist dann hier so. Oder eher so ein Metatrader-Problem, okay. Macht nichts, lassen wir jetzt erstmal drin. So, das heißt, ich kann auch ganz normal hier zum Beispiel sagen, okay, ich hätte auch gerne irgendwie Moving Average, zum Beispiel EMA 200, ja, was ich mir noch einblenden soll, der wäre hier. Kann ich auch rausfinden, okay. Ich sage, ich gehe zum Beispiel immer Short oder Long am EMA 200, weil es jetzt hier echt ein bisschen chaotisch aussieht mit den ganzen Linien. Also sorry, das habe ich vorher tatsächlich nicht rausgenommen. Ich denke vor, aber so ist es manchmal. So, jetzt nur mal als Beispiel, ich sage jetzt hier, langsam, wenn er weit genug weg ist, zum Beispiel jetzt hier fast 100 Punkte, dann gehe ich Long am EMA 200. So, nur mal als Beispiel. Das heißt, ich lege mir hier eine Order hin, gehe auf Order bearbeiten. Da kann ich zum Beispiel auch sagen, am EMA 200, da liegt diese Order. Und da wird man jetzt auch sehen, wenn man das hier zum Beispiel einstellt, das kann man übrigens auch die ganzen Funktionen des Stereo Trader wunderbar testen. Ja, also das ist hier diese Order, die wird jetzt immer am EMA 200 mitgeführt. Ja, sieht man auch, wenn ich es ein bisschen schneller mache. Das heißt, die Order, die wandert hier, ne? Weil ich das so eingestellt habe für den Trail. So kann ich das zum Beispiel auch automatisieren. So, meine Strategie war, ich gehe immer long am EMA 200, wenn er weit weg ist. Und wie man sieht, das könnte sogar in dem Fall zumindest mal funktionieren. Aber so kann man das halt eben auch einfach x-mal ausprobieren, bis man halt eben eine verlässliche Zahl hat. Und wenn man das jetzt zum Beispiel 100 Mal macht, und dann weiß man, okay, macht Sinn oder macht nicht Sinn. Weil gerade EMAs, SMAs und wie sie alle heißen, ja, kennt jeder, jeder spricht davon und dann heißt es immer nur, ja, der DAX ist irgendwie gerade am SMA sowieso im Daily. Ja, das ist schön, aber was heißt das denn? Wie handle ich das denn? Gehe ich da long, gehe ich da short? Kann keiner beantworten. Ist immer nur, ständig wird über sowas gesprochen, aber eigentlich weiß keiner, was man damit anfängt. Ja. Und wenn man da mal nachfragt, ja, wie ist die Statistik dazu? Wie handelt man das? Dann kommt meistens große Stille. Und damit man da halt ein bisschen schlauer rangeht, das ist halt wirklich mein Rat, das genau so zu machen, ja. Und weil es halt auch natürlich so ein bisschen Sicherheit gibt, ja. Deswegen sage ich immer zum Beispiel, ich ignoriere das völlig, ja. Wenn mir irgendeiner was erzählt von irgendeinem Ehemann, das interessiert mich nicht. Es kann ja sein, dass der mal daran reagiert oder nicht. Aber was ich brauche, sind Zahlen. Deswegen sage ich, wenn du mir dann sagen kannst oder beweisen kannst, dass es in 100 Fällen, wo ich das Ding mit einem Stop-Loss und Take-Profit so und so handle, kommt 70 Mal was bei raus. Und dann sage ich, ja super, das gucke ich mir an. Dann ist es interessant. Nur ansonsten hilft mir das überhaupt nichts. Ja? Auch nicht irgendwie eine Verkeilung oder weiß der Kuckuck was. Das hilft alles überhaupt nichts. Und wenn man natürlich 10 Jahre schon am Markt ist
dann hat man so eine gewisse Sicherheit und dann hört man sowieso nicht mehr auf sowas. Nur aber jemand, der hat das eben noch nicht so lange gemacht, der hört ja dann auf alles hin. Ja? Und aber sei es jetzt Bollinger Bänder und der nimmt ja alles auf und denkt, alles ist wichtig. Ja? Das ist aber alles komplett unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, sind die Sachen, die zur eigenen Strategie gehören und der Rest ist total egal. Ist einfach total egal. Wenn man vor allen Dingen nicht wirklich die Zahlen kennt, die sich dahinter verbergen. Und das hier ist halt dann auch, finde ich, eine schöne Möglichkeit, wie man seine Lernkurve deutlich beschleunigen kann. Das heißt, man muss nicht irgendwie mit einem Demokonto ewig rumhandeln. Ja, das wird ja auch immer gerne gesagt, nur ein Demokonto, eigentlich ist es nur Zeitverschwendung, ein Demokonto. Und weil man halt, klar, man lernt irgendwo auch, wie der Markt funktioniert, man lernt aber zum Beispiel nichts über die eigene Psyche. Lerne ich hier natürlich auch nicht, keine Frage. Aber wenn es nur darum geht, herauszufinden, wie funktioniert der Markt, welche Strategie kann ich handeln, dann ist diese Geschichte hier, das History Trading, Demokonto, haushoch überlegen. Weil, ich meine, warum nicht, wenn ich halt irgendeine Strategie habe, zum Beispiel halt so sich Bollinger Bänder, hat mir letztens dann irgendwie jemand gesagt, die Double Bollinger Strategie soll irgendwie so toll sein, dann setze ich mich halt mal am Wochenende hin und oder an einem Sonntag, das geht ja relativ schnell, und handle die Strategie einfach mal für ein Jahr lang durch. Da brauche ich aber nicht auf dem Demokonto ein Jahr lang rummachen, sondern mache das halt an einem Sonntagnachmittag. Und dann weiß ich auch, ob das funktioniert oder nicht. Und da bin ich jedem Demokonto und jedem Demohändler haushoch überlegen. Weil was nützt es mir, wenn ich ein Demokonto ein Jahr lang handle? Es gibt ja wirklich welche, die machen das. Das nützt mir gar nichts. Ja, das heißt auch nur, es hat vielleicht letztes Jahr mir das gebracht. Was aber der Kurs dann dieses Jahr macht oder der DAX oder was auch immer ich handle, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Und hier, wenn ich mir zum Beispiel halt genügend Daten runterlade, da kann ich auch irgendwie mal ein paar Jahre zurück und habe das auch an einem Sonntag dann oder an zwei lauen Wochenenden dann erledigt und bin halt auch da von der Erkenntnis, jedem Demokontohändler deutlich überlegen. Ja. Weil halt, ich kann es auf verschiedene Arten ausprobieren. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, um mal bei dieser Moving Average Strategie zu bleiben, wenn das jetzt mein Ansatz wäre, zum Beispiel den mal zu handeln. Ich mache das hier nochmal, hänge den nochmal dran, die Order, hier Order Trail, IMA 200, so, das ist mal Short. Und ich habe ja auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, das auf völlig unterschiedliche Arten und Weisen mehrfach zu probieren. Das heißt, ich handle jetzt zum Beispiel hier den Zeitraum 2018 von Januar bis heute handle ich einmal mit Stop-Loss so viel Punkten und das andere Mal mit Stop-Loss so und so viel Punkten. So kann ich ja viel, viel, viel besser rausfinden und viel besser justieren, was Sinn macht und was nicht, weil ich habe am Ende einfach meine Zahlen. Ich kann jetzt mal gucken, ob das nochmal funktioniert. Aber ist das hier noch der Holy Grail, was ich hier gerade entdecke? Das ist natürlich Quatsch. Also ich weiß, dass halt viele mit den EMA 200 handeln, also im Daytrading. Und man erkennt auch meistens eine Reaktion daran. Also so falsch ist es, glaube ich, nicht. Und deswegen zeige ich es hier auch mal kurz. Also wie gesagt, ich handle es nicht. Das ist für mich halt auch nur so eine Orientierung. Aber ist jetzt einfach mal ein sehr, sehr einfaches Beispiel, um herauszufinden, bringt mich das weiter, den zu beachten oder eben nicht. So. Der Kurs geht auch immer wieder mal dran. Ja, also da muss man halt nur ein bisschen warten. Aber logischerweise, und das ist auch so, was ich immer so gegen die EMAs und SMAs habe, der Kurs rennt nicht zum EMA, der EMA rennt zum Kurs, das ist Fakt. Ja, hier sieht man ja jetzt auch zum Beispiel schön, kaum geht er runter und hier macht die Biege, der EMA kommt hinterher, egal wie weit er laufen muss, nicht der Kurs. Weil es halt logischerweise ja halt einen Vergangenheitswert darstellt. So, jetzt lassen wir es aber hier nicht so lange warten. Jetzt springen wir mal dran. So, das war zum Beispiel jetzt ein Loser. Der war nichts. Aber vielleicht geht es ja dann auch umgekehrt. Wenn du sagst, okay, wenn er durch ist und dann noch einen Backtest macht, ist das ja dann halt die bessere Strategie. Gucken wir das jetzt hier durch. So, komm. Gib mir schon Backtest. So, wieder los. Okay, schon mal schlecht. Ja? Also vielleicht jetzt hier nur der Vorführeffekt. Nochmal, da geht er wieder dran. Ich glaube es ja diesmal.
muss man den einfach nur oft genug handeln. Ja, der hat dann zum Beispiel funktioniert. So. Kann auch hier übrigens jederzeit, genau wie im normalen Handel auch, kann ich mir hier die Trades anzeigen. Ja, die 2.0er-Version, die ist ja draußen seit letztes Wochenende. Und die 1er-Version funktioniert ja nicht mehr. Das heißt, das sind auch alles Funktionen, die hat ja jeder. Ja, und so kann ich dann natürlich auch mir genau angucken, okay, was war wo wie, was hätte mehr Sinn gemacht. Dann kann ich mir das so zum Beispiel genauso dann halt anzeigen. Ja, kann ich auch ein- ausblenden. Und ich kann jederzeit zum Beispiel hier eine neue Session beginnen. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, na gut, ich mache jetzt mal irgendwie neu, dann gehe ich einfach auf Reset. So, dann habe ich jetzt hier eine neue Session einfach. Ja, das heißt, die Zahlen hier sind ganz normal, wie im normalen Handel auch. Wir haben jetzt nur die Session resettet. Ja, die aktuelle Woche, das sind halt nochmal die Trades. Die bleiben da. Wenn man auf Reset geht, gibt es eben nur eine neue Session, außer ich mache hier zum Beispiel STRG Reset, aber jetzt die ganzen Funktionen, das führt zu weit. Also es geht ja nur darum, mal zu erklären, wo liegt der Vorteil da drin, wozu sollte man das verwenden. Und jeden, den das nicht interessiert, behaupte ich halt hier wirklich, macht einen Riesenfehler. Also das muss einen interessieren, außer man hat wirklich schon so viel Plan vom Markt, macht das schon so viele Jahre und weiß hundertprozentig, dass man alles richtig macht, dann braucht man das vielleicht nicht. Aber jeder andere, der noch irgendwie einigermaßen frisch dabei ist oder auch jeder, der es schon lange macht, eine neue Strategie ausprobieren will, so ist das, finde ich, die allereleganteste Möglichkeit, das zu machen. Und vor allen Dingen die schnellste. Und weil es halt eben so nah am realen Handel ist, ich sehe hier nicht, was als nächstes kommt. Das heißt, ich kann mich auch nicht selber betrügen, ja, indem ich da in den fertigen Chart reingucke, sondern ich muss mit dem leben, was ich hier sehe, wie eben im ganz normalen Handel auch. Und da kann ich mich nicht selber irgendwie aushebeln an der Stelle. Und deswegen kann ich das wirklich eben nur ans Herz legen, bevor ihr irgendwas glaubt, auf irgendwas hört oder irgendwas handelt, was ihr nicht kennt, probiert es aus. Macht es hier mit dem History Trading. Wir haben hier eine Aufzeichnung davon. Das heißt also, wenn vorhin jemand nicht ganz verstanden hat, wie das hier unten einzustellen ist, einfach zurückspulen und nochmal reingucken. Es war wirklich in allen Details erklärt. Und so kann man natürlich auch hier logischerweise andere Instrumente an DAX, genauso wie dann irgendwie den Euro oder sonst was. Und was natürlich ganz wichtig ist, ich habe hier alle Funktionen, alle, die auch im normalen Handel da sind, habe ich halt hier auch. Ja, das heißt, ich kann alles Mögliche hier ausprobieren, sei es jetzt Trading Stops, genau das wollte ich vorher noch zeigen, wenn man zum Beispiel Trading Stop hat verwendet, zum Beispiel den GMA Peak. Das ist ja einer von denen, die ich immer ganz gerne mache. So, mal gucken, so ein bisschen hochlaufen hier. Reinkommen. So, wirklich so. Dann versuchen wir die mal zu shorten hier an der Stelle. Und vielleicht kann ich ein bisschen schöne Bewegung hier hin. So, PLH Peak ist hier eingestellt. Jetzt rennt natürlich wieder hoch. Ja, der DAX. So, aber okay, vielleicht habe ich auch hier noch nicht richtig aufgepasst. So, versuchen wir es nochmal. Nochmal long. Jetzt vielleicht gehen wir hier. Nö, jetzt macht das mal aktiv, okay. Ich habe hier nur gerade, wo meine Linie hier gerade hin ist. Aber das ist halt, sollte man sich beeindrucken lassen, das ist halt der Tester. Also das heißt, wenn das mal nicht ganz so flüssig und richtig läuft, wie es laufen soll, dann ist es einfach der Tatsache geschuldet, dass hier so ein bisschen zweckentfremdet ist. So, das machen wir nicht so schnell hier. Vielleicht kriegen wir das hier irgendwie hin. Jetzt hier das Thema Trading Stop, das wir beim letzten Mal auch hatten. So, werfe ich mal an. Ja, warum meine Linie jetzt hier nicht da ist. Habe ich noch nie gesehen in der Form. Das ist halt so der Vorführeffekt, aber der Trading Stop sollte trotzdem funktionieren. Es ist nur die Frage, ob man ihn gleich dann überhaupt sieht. Nee, müsste ich wahrscheinlich neu starten, dann wäre es nochmal. Dann wäre es nochmal da. Okay, das ist das. Kann er es ja gar nicht an. So, das ist dann die Abteilung Vorführeffekt.
Was da passiert jetzt, bin ich auch gespannt. Keine Lust, okay. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe, warum das irgendwie weg ist. Es kann auch sein, dass ich hier versehentlich was geklickt habe, was man verwenden kann für schnelleres Backtesten von Automaten. So, das mache ich auch mal gerade an. Terminal, das Skype-Terminal aus. Das mache ich mal an und starte mal kurz neu. Beziehungsweise hat es jetzt eh. Da ist irgendwas ist da verkurbelt. Okay, also bei der Gelegenheit muss ich noch mal zeigen. Also hier unten alles einstellen und Timeframe auswählen. Ich mache jetzt hier mal im 5. Ich habe jetzt hier im 15 geladen, sonst dauert das zu lange. Einfach auf Start und dann gucken wir mal, jetzt wird es dann wohl auch noch mal funktionieren. Wenn man übrigens, das ist auch schon mal gefragt worden, ich habe jetzt hier irgendwelche Indikatoren geladen. Das ist jetzt, war jetzt nicht beabsichtigt, aber die sind jetzt halt drin. Das heißt, da sieht man zumindest, dass es funktioniert. Wieso wäre das nochmal die neue runter? Das sieht man aber zumindest, dass es funktioniert. Wenn man halt direkt mit dem Start von dem History Trading bestimmte Indikatoren drin haben möchte, ja, völlig egal was, und kann man das ganz einfach machen. Man geht also, ich bin jetzt hier im DAO, spielt aber keine Rolle. So, wenn ich jetzt halt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie meinen Moving Average 200, so, den will ich drin haben. Nur mal als Beispiel. So, die Linien machen wir alle weg. Das wird ein bisschen eleganter. So, erstmal alles fort. Den Stereofelder schmeiße ich auch mal kurz raus. So. Was haben wir jetzt gemacht im Hintergrund? So, und mal angenommen, das ist jetzt hier mein Template, da ist jetzt nichts drin, außer hier bei Indikatoren, ein Moving Average, okay, und ich sage, das ist das, was ich testen will. Rechtsklick, Template, Save Template, und dann wählt man aus, finden, da gibt es irgendwo Tester TPL, ja, und wenn es die nicht gibt, einfach speichern unter Tester TPL. So, beschreiben wir hier jetzt mal. Gehe ich dann rein, beende das hier mal kurz nochmal. So, wenn ich dann jetzt das History Trading starte, dann ist automatisch das Template Tester TPL wird geladen. Das heißt, ich sehe jetzt hier, wie man sieht, nur noch den Moving Average, ja, weil ich das gerade als Tester TPL gespeichert habe. Und so kann ich mir dann halt auch das Ganze entsprechend vordefinieren und musste ich jedes Mal alles manuell nochmal reinladen. Und habt es dann entsprechend sofort, wenn man History Trading startet. Okay, so, das war eigentlich das Thema manuelles Backtesting. Also ich habe ja vorhin gemeint, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich auch noch was anderes. Aber es ist jetzt hier eine Stunde um und ich glaube, da raucht doch einigen schon wieder der Kopf. Und das kann man aber gerne ein andermal nochmal einstreuen, da geht es nämlich eher so ein bisschen das Thema, wie kann ich ganz schnell mal was überprüfen, zum Beispiel solche Aussagen wie um 17 Uhr geht der DAX immer long oder um 21:30 Uhr der Dow Jones immer long und sowas, das kann man wesentlich schneller noch überprüfen als damit, aber das machen wir ein andermal, das werde ich ein andermal irgendwo dazu packen und aber hier denke ich mal, konnte ich ja hoffentlich zumindest nachvollziehbar erklären, wie das Thema History Trading bzw. manuelles Backtesting funktioniert. Wenn noch Fragen da sind, bitte jetzt. Ansonsten ist es immer so, wer zu spät kommt, den straft das Leben oder in dem Fall dann halt der Markt. Und falls nicht, Elena, hast du noch was von deiner Seite? Nee, also aber ich muss ganz ehrlich gestehen, der theoretische Teil hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand ihn wirklich nicht langweilig, sehr informativ, auch sehr schön erklärt und leicht nachzuvollziehen. Ich sehe jetzt, eventuell ist kurz eine Frage rein. Nee, ich glaube, es sind alle glücklich und zufrieden und haben heute auch so einiges dazugelernt. Insofern möchte ich mich wirklich mal ganz herzlich bei dir bedanken, Dirk. Ja, da sage ich doch, bitte, bitte. Jederzeit gerne wieder. Ach ja, Okay. und nächste Woche, da treffen wir uns nicht am Abend, sondern in der Früh. Und zwar haben wir ja gesagt, nächsten Donnerstag machen wir es um 9 Uhr. Und da geht es ein bisschen
ums Live-Trading, ne? Genau, richtig, ja. Super. Dementsprechend nicht vergessen, nicht, dass ihr am Donnerstagabend auf uns wartet. Das wird dann schon in der Früh sein. Einladung wurde auch modifiziert und Anmeldungen. Insofern wäre es das auch von meiner Seite. Und wünsche allen schönen Abend und danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch von meiner Seite für eure Aufmerksamkeit und danke Elena und auch an Tickmill für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht euch noch einen schönen Abend. Viel Erfolg und viel Spaß beim Trading. Bis dahin. Bis dahin, danke.